Texas. Endlose Weiten. Cowboys, Rinder und Ölquellen. Der Ölboom der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts machte Texas zu einem reichen Staat. Aber das ist bald Geschichte. Der Fluss des schwarzen Goldes versiegt. Viele Ölfelder sind leer gepumpt. Der Reichtum schwindet. Doch im Nordwesten von Texas hat ein neuer Rausch die Menschen gepackt. In Sweetwater, 350 Kilometer westlich von Dallas, gehören die Pump Jacks, die Ölpumpen, einer aussterbenden Art an. Was die Menschen hier beflügelt, ist das Gold der Lüfte, der Wind. Auf einer Fläche etwa so groß wie das Saarland produzieren über 2000 Windräder mehr als 3000 Megawatt Strom. Nirgendwo auf der Welt wird an einem Ort so viel Strom aus Wind gemacht. Und das ist erst der Anfang. Der Nordwesten von Texas gilt als Startpunkt für einen Windboom in den USA. Larry Martin und Mark Meneses haben ihre Chance schnell erkannt. Als es hier vor 3 Jahren mit dem Windrausch so richtig losging, machten sich die beiden Elektriker selbstständig. Und wir müssen die Turbine überprüfen, die ist ausgefallen. Wir müssen schauen, dass sie wieder einwandfrei funktioniert. Zusammen mit 2 Kollegen gründeten Larry und Mark eine Firma zur Wartung und Reparatur von Windgeneratoren. Eine gute Idee, wie sich bald herausstellte. Mit der Firma geht es steil nach oben. Schon nach dem ersten Jahr hatten sie 20 Angestellte. Mittlerweile sind es doppelt so viele. Beide Männer sind hier aufgewachsen. Als Sohn eines Baumwollfarmers weiß Larry, wie hart das Leben in diesem Landstrich ist. Viel Arbeit, wenig Ertrag. Da wollte man eigentlich nur weg. Hoffte vielleicht einen Job in der Ölindustrie, sagt er. Doch die wurden immer unsicherer. Manchmal ist es ein bisschen wie Krieg hier draußen. Das hängt mit dem Ölpreis zusammen. Der Wind ist da konstanter. Er bringt die anspruchsvolleren Jobs. Jobs, die besser bezahlt und langfristig sind, sodass die Leute wieder eine Zukunft haben. Die Menschen sind total vernarrt in die Windräder. Die Leute rennen im Ort rum und halten an, um sie zu fotografieren. Die meisten Jungs, die draußen in den Windparks arbeiten, haben Aufkleber mit Windrädern auf ihren Pickups. So kommt man dann ins Gespräch. Arbeitest du bei den Windrädern? Mann, diese Dinger sind echt klasse. Und es gibt Fragen. Wie groß sind die Blätter? Ja, es ist echt ein angesehener Job, auf den Windfarmen zu arbeiten. Riesige unbebaute Flächen und Wind, der fast immer kräftig weht. Diese Standortvorteile haben vor einigen Jahren die ersten Investoren nach Texas gelockt. Mittlerweile betreiben auch deutsche Energiekonzerne hier ihre eigenen Windparks. Einzelne Bauern, die sich 1 oder 2 Windräder auf ihren Acker stellen, gibt es hier nicht. Die Konzerne schließen mit den Farmern und Ranchern Verträge und bezahlen dann pro Windrad. Ein lukratives Geschäft, weiß Randall Smith. Er ist froh, dass auch auf seinem Boden ein paar Windräder stehen. Für diese Turbinen mit 2-3 Megawatt bekommt man für eine etwa $12.000 Pacht. Das ist hervorragend. Das sind extra Einkünfte, die eine echte Hilfe sind. Wenn du 3 Windräder auf deinem Boden hast, dann sind das pro Jahr $36.000 zusätzlich. Das ist gut. Das reicht für ein paar Brötchen mehr. Ein festes Zusatzeinkommen, für das der Landbesitzer nichts tun muss. Und wenn die Windräder viel Strom produzieren, schüttet der Windparkbetreiber noch eine Gewinnbeteiligung aus. Randall ist Bauer. Die Windräder stören ihn nicht.
Er habe sich an den Anblick gewöhnt, meint er, und die landwirtschaftliche Arbeit würden sie auch nicht beeinträchtigen. Im Gegenteil, scherzt er, jetzt gäbe es endlich ordentliche Zufahrtswege. Randalls Felder liegen weit verstreut, sodass er oft viele Kilometer fahren muss. Heute will er sich einen Überblick verschaffen, wie sein Weizen steht. Der Regen kam dieses Jahr sehr spät. Das Getreide ist sehr klein, die Ähren haben nur wenige Körner. Als Farmer muss man immer optimistisch bleiben und wir hatten hier ja kürzlich drei sehr gute Jahre. In diesem Landstrich rechnen wir damit, dass es Dürren gibt, dass es häufiger schwere Zeiten gibt als leichte. Aber das ist für uns kein Grund zum Jammern, das ist keine Katastrophe. Aber diese Ernte ist sicherlich verloren. Randall geht es wie den meisten Farmern hier, die nicht das Glück hatten, dass unter ihrem Land Öl gefunden wurde. Die Erträge aus Getreide, Baumwolle und Vieh allein reichen manchmal kaum zum Leben. Dennoch, Randall ist gerne Bauer. Man muss eben mit weniger zufrieden sein. Aber unser Lebensstil ermuntert uns, immer mehr haben zu wollen. Von daher ist es schon schwierig, denn die Kinder wollen ein Auto, ein Motorrad und sowas. Viele Jahre lang konnten wir uns das nicht leisten. Als Farmer hat man es da schwer. Aber das Leben an sich ist toll. Man ist draußen in der Natur, man riecht die Erde, das Gras, die Rinder. Das ist einfach schön. Als die Energiekonzerne begannen, ihre riesigen Windparks in seiner Heimat aufzubauen, hat sich Randall ein lukratives Zusatzgeschäft nicht entgehen lassen. Jedes der vielen tausend Windräder muss jederzeit und bei jedem Wetter für die Techniker zu erreichen sein. Und Randall Smith baut die Wege dorthin und hält sie permanent in Schuss. Von einem Bekannten kaufte er gebrauchte Straßenbaumaschinen und einen Steinbruch. So wurde aus dem Vollblutfarmer ein Tiefbauunternehmer und Nebenerwerbslandwirt. Seitdem geht es ihm zumindest wirtschaftlich viel besser als vorher. All right. I'll go. Okay, thank you. Randall saß auch einige Jahre im Bezirksparlament. So kann er gut beurteilen, welch immensen Aufschwung die Windkraft in die Region gebracht hat. Diese Gegend hier profitiert stark vom Aufbau der Windräder und von der Pacht, die die Energiekonzerne zahlen. Früher sah es hier anders aus. Wir mussten Schulen schließen. Die kleinen Gemeinden konnten nicht mehr weiterwirtschaften, weil sie nicht genügend Einnahmen hatten. Die Steuereinnahmen aus den Windparks und der gesamte Nutzen aus der Windindustrie für die Bürger, das ist wirklich extrem wichtig für uns alle hier. Roscoe, Snyder, Sweetwater. In all den Städten und Gemeinden der Region herrschte mit dem Niedergang der Ölförderung in den vergangenen Jahrzehnten Verfall und Hoffnungslosigkeit. Geschäfte machten Pleite, Schulen schlossen, Sportanlagen vergammelten. Die Menschen hatten oft nur ein Ziel, weg von hier. Sweetwater war bis vor 10 Jahren eine der am schnellsten schrumpfenden Städte in ganz Texas. Doch dann kam der Wind, wie die Leute hier sagen, und er brachte die Wende. Das Zentrum der 12.000 Einwohnerstadt ist herausgeputzt. Schulen, Krankenhäuser und Straßen werden nun dank der steigenden Steuereinnahmen renoviert und ausgebessert. Junge Leute bleiben, finden Arbeit in den Windparks oder Jobs in den neuen Läden und Hotels. Oder sie gründen selbst Firmen. Und viele Leute kommen wieder zurück, die ihre Heimatstadt vor Jahren verlassen hatten, weil es für sie hier keine Arbeit mehr gab. Greg Wortham, der Bürgermeister. Mit seinem unermüdlichen Einsatz hat er es geschafft, dass die großen Energiekonzerne in aller Welt auf Sweetwater aufmerksam wurden. Nicht ganz ohne Eigennutz, denn er ist hauptberuflich Berater und Lobbyist in Sachen Windenergie.
In Texas begann die Windindustrie ungefähr 1995 mit einigen kleineren Windprojekten. Hier bei uns begann die Windkraft dann 2001 fast explosionsartig. In gewisser Weise ist es vergleichbar mit dem Ölboom, aber wir hier haben gelernt, das Wort Boom hat auch immer eine Nachsilbe. Pleite. Boom, Pleite. Boom, Pleite. So ist es mit dem Öl. Die Windkraft ist da anders. Die schraubt sich immer weiter hoch und kommt nicht wieder runter. Es ist grüne Energie und in Texas bedeutet grün Geld. Grün heißt Dollars. Unsere Dollars sind eben grün. Und es ist gut für die Welt, gut für die Umwelt und gut für die USA. Ich habe 6 Jahre in New York City gearbeitet, bevor ich wieder zurückkam, und davor in Washington, hatte viel mit Vermont und Massachusetts zu tun. Das sind alles Staaten, die dafür bekannt sind, grün zu sein. Aber Vermont produziert 4 Megawatt und Massachusetts vielleicht 6 aus Windkraft. Wir hier produzieren 3000 Megawatt. Es gibt eine Menge Umweltschützer, die viel reden, die aber kein Windrad sehen wollen. Das ist in dieser Gegend völlig anders. Hier freuen sich die Menschen über die Massen von Windrädern. Und so ist es auch kein Wunder, dass ein deutscher Energiekonzern vor den Toren von Sweetwater den zurzeit größten Windpark der Welt errichtet. Bald werden hier über 600 Turbinen Strom für 265.000 Haushalte produzieren. Fundament und erstes Segment wurden vor 2 Wochen aufgebaut. Jetzt montiert der Bautrupp die 2. Röhre, das Turbinenhaus und den Rotor. 2 bis 3 Türme schaffen die Leute pro Tag. Zwischen 1 und 1,5 Millionen Euro kostet solch eine Windkraftanlage. Ohne staatliche Subventionen wäre keiner der Windparks hier profitabel. 2/3 der Gewinne der Windparkbetreiber kommen aus verschiedenen nationalen und internationalen Förderprogrammen. Nur etwa 1/3 stammt aus der Stromproduktion. Stacy und Brian finden das völlig in Ordnung. Wie die meisten hier auf der Baustelle mussten sie viele Jahre auf der Suche nach Jobs durch ganz Texas ziehen. Brian hat jetzt endlich wieder die Chance, in seiner Heimat zu arbeiten. Für ihn als alleinerziehenden Vater von 2 Kindern ganz besonders wichtig. Vorher habe ich in der Ölindustrie gearbeitet, aber der Markt ging immer rauf und runter. Dann habe ich angefangen, Turbinen wie diese hier zu warten und zu reparieren. Und dann wechselte ich hierher und fing an, die Anlagen aufzustellen. Das bringt im Moment mehr Geld für mich und meine Kinder. Die Arbeitstage auf der Baustelle sind lang, oft 10 bis 12 Stunden. Wenn Regen oder zu starker Wind die Baustelle lahmlegen, bleibt auch die Lohntüte leer. Geld gibt's nur, wenn auch gearbeitet wird. Trotzdem. Wenn dich jemand fragt, wo du arbeitest, dann sagst du nicht gerne in den Ölfeldern. Jetzt kann ich sagen, in der Windindustrie. Ja, dann fragen sie nach. Die meisten wissen nicht viel darüber und ich kann ein bisschen erklären. Die Leute sind echt interessiert daran. Ja, ich bin stolz, in dieser Branche zu arbeiten. In Deutschland gibt es zwar viel mehr Windparks, aber die sind auch viel kleiner. Die haben so um die 20 bis 50 Turbinen. Die Parks hier hängen ununterbrochen aneinander. Hier in West Texas können Sie 250 Kilometer in jede Richtung fahren und Sie sehen die ganze Zeit Windräder. Wir haben dafür nicht die größten Turbinen wie Cuxhaven, die 5-Megawatt-Anlage. Und es gibt hier keine Offshore-Anlagen wie an den Nord- und Ostseeküsten von Irland, Dänemark, Deutschland und so weiter. Texas. Das Land der Farmer, Rancher und Ölbarone ist mittlerweile Vorreiter für die Nutzung der Windkraft. Die US-Regierung hat Pläne, in den nächsten 10 bis 20 Jahren die weiten Flächen des Mittleren Westens bis hinauf nach Kanada mit riesigen Windparks zu füllen. Bis zu 300.000 Megawatt Strom soll der Wind produzieren.
Genug für 100 Millionen Haushalte. Solche Pläne reizen auch Fachkräfte aus Deutschland. Helmut Vollmich kommt aus Westfalen. Als er vor 5 Jahren das Angebot bekam, in den USA Windparks aufzubauen, zögerte er nicht lange. Er kannte das Land aus Urlauben und ein paar Monate später zog er mit seiner Frau nach Texas. Mittlerweile ist er stolzer Besitzer einer ständigen Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis, einer Green Card. Sein Arbeitgeber liefert die Generatoren für die Windparks und Helmut sorgt dafür, dass alle Anlagen termingerecht und einwandfrei an den Betreiber übergeben werden. Wenn in letzter Zeit aber immer häufiger und auch bei gutem Wetter nicht alle Windräder laufen, dann liegt das nicht an ihm, sondern an fehlenden Überlandleitungen. Hier in Texas ist es auch so, dass mittlerweile so viele Windfarmen hier sind, dass das ganze Collect-System, die ganzen Transmission Lines, die hier sind, die sind nicht mehr stark genug, um alle Windfarmen auf einmal aufzunehmen. Wenn jetzt alle Windfarmen 100% produzieren würden, wäre das zu viel. So und so. Die waren da, weil sie einfach kein Geld mehr hatten, weil das Ölbusiness ist so nach unten gegangen. Gute alte Ölstadt Sweetwater ist nicht mehr da. Jetzt ist es eine Windstadt geworden. Süßes Wasser, verspricht der Name. Doch Sweetwater leidet meist unter Trockenheit und Hitze. Große Teile der Umgebung lassen die einige Meilen westwärts beginnende Wüste erahnen. So ist die Region auch ein wahres Eldorado für Klapperschlangen und für Klapperschlangenjäger. Die giftigen Nattern gelten im Süden der USA als gefährliche Schädlinge. Seit Jahrzehnten gibt es in jeder Gemeinde deshalb Gruppen, die für Farmer, Ranger und auch für Vieh gefährlichen Klapperschlangen aufspüren und töten. Bei sogenannten Roundups mit Volksfestcharakter präsentieren die Gruppen dann stolz ihre Beute. In Sweetwater findet jedes Jahr das weltgrößte Rattlesnake Roundup statt. Darum führen Mark Meneses und Riley Sawyer, der Chef der Klapperschlangenjäger von Sweetwater, 2 Fotografen in die freie Wildbahn. Riley. Es ist Klapperschlangenzeit. Die Schlangen kommen jetzt raus. Bei jedem Schritt überzeugt euch davon, dass keine in der Nähe ist. Ihr müsst also beim Gehen nach unten schauen, nicht hoch in den Himmel. Passt gut auf. Guckt und lauscht. So ganz geheuer ist den Fotografen nach dieser kurzen Einweisung nicht zumute. Schließlich kann die Begegnung mit einer Klapperschlange durchaus tödlich enden. Im Winter sind die Klapperschlangen so unterkühlt, dass sie sich nicht gegen Ratten und andere Tiere wehren können. Im Frühling und Sommer frisst die Klapperschlange die Ratte. Doch im Winter, wenn die Ratte im selben Bau lebt wie die Klapperschlange, dann frisst die Ratte tatsächlich die Klapperschlange. Die Sweetwater Jaycees, wie sich die Klapperschlangenjäger um Riley und Mark nennen, haben viel Erfahrung bei der Pirsch. Und fiese Tricks. Mit Benzinnebel wird der Schlange das Atmen in ihrem Versteck schwer gemacht, damit sie rauskommt. Denn eigentlich will die Natter lieber abhauen als angreifen. Ja. Mit einem Spiegel schaut Mark in die Höhle, damit er rechtzeitig merkt, wann die Schlange herausgekrochen kommt. Hey Mark, just for sport, shoot some right under the... Da ist sie. Ganz schön groß. That is a big boy. Schnucky. Holy. You'll see how fast he came out? Another one? Yep. Right. All right. Sie ist zwar etwas benebelt vom inhalierten Benzin, aber immer noch recht flink. Das ist nicht ganz ungefährlich. Mark hat noch eine zweite in der Höhle gesehen. Deshalb wird diese erst einmal sicher in einer Holzkiste verstaut. Das gibt einen ganz schönen Adrenalinschub. Der kommt dann, wenn man da lang geht, da wo ihr gerade steht. Und plötzlich siehst du eine Schlange und dann drehst du dich um und siehst noch eine. Und du guckst hinter dich und da ist noch eine direkt hinter dir. Und dann denkst du, ach du meine Güte.
And you're like, my goodness. Das ist der Nervenkitzel. Und dann fragst du dich, warum machst du das? Hier in West-Texas gibt es eine ganz einfache Bauernregel. Wenn dir das Wetter nicht passt, dann warte einfach 10 Minuten. Über Nacht dreht der Wind und bringt aus Norden polare Luft an den Rand der Wüste. Die Temperaturen fallen um über 30 Grad Celsius auf minus 2 Grad. Und Eisregen verwandelt die Gegend am nächsten Morgen in eine kristallene Märchenlandschaft. Farmer und Rancher ist dieser Wetterumschwung ein Segen, bringt er doch endlich die lang ersehnte Feuchtigkeit. Louis Brooks ist einer der größten Rancher der Gegend. Rancher, das heißt, er hält ausschließlich Vieh auf seinen ausgedehnten Ländereien. Farmer dagegen bauen Getreide oder Baumwolle an und haben vielleicht noch ein paar Rinder. Louis Brooks ist Cowboy mit Leib und Seele. Er ist erfolgreicher Pferdezüchter und in seiner Familie wimmelt es nur so von professionellen Rodeo-Reitern. Sein Großvater, sein Vater und seine Kinder, sie alle waren mindestens einmal Rodeo-Weltmeister. Diese sogenannten Roping-Sättel hier sind die besten, um mit dem Lasso Kälber einzufangen. Und sie sind maßgeschneidert. Jeder Sattel passt also einem bestimmten Pferd. Dieser Sattel hier passt den meisten Pferden. Und diese hier sind vorwiegend für Pferde gemacht, die ziemlich stämmig und sehr muskulös sind. Der Mann, der diese Sättel hier herstellt, ist jetzt über 80. Und er macht nur noch 2 pro Jahr. Vor 20 Jahren hat er bestimmt noch 12 Stück im Jahr gemacht. Er heißt Howard Council. Wohnt in Lawton, Oklahoma. Ein toller Kerl. Er ist der beste Sattelmacher in den USA. Louis' Sohn Boyd hat nach einigen Stürzen und mehreren Weltmeistertiteln seinen Job als professioneller Rodeo-Reiter aufgegeben. Nun führt er die Ranch seines Vaters. Dazu gehört auch, jeden Morgen ab 6 Uhr die wertvollen Reit- und Zuchtpferde zu bewegen. Wenn das Wetter schlecht ist, geschieht das in der eigenen Reithalle. Louis meint allerdings nicht, dass das Wetter schlecht sei. Er findet den Regen großartig, denn das Vieh hatte auf den Weiden kein Gras mehr gefunden und musste jeden Tag mit teurem Futter versorgt werden. Trotz aller Widrigkeiten, Louis könnte nie von hier fortziehen. Das ist der schönste Fleck auf der Welt, wenn es mal regnet. Natürlich haben wir es am liebsten, wenn es regnet. Deshalb haben wir jetzt auch ziemlich gute Laune. Aber in den vergangenen 6 Monaten, da gab es insgesamt höchstens 30 mm Niederschlag. Das war eine der schlimmsten Dürreperioden, an die ich mich erinnern kann. Bürgermeister Greg Wortham ist auf dem Weg zu Louis Ranch. Louis hat auf seinen Ländereien 78 Windräder stehen. Von dem Windparkbetreiber bekommt er dafür jeden Monat $36.000. Und wenn der Windpark vergrößert wird, sollen nochmal über 70 Anlagen dazukommen. Allerdings hat Louis Angst, dass daraus nichts wird. Er und die anderen Rancher und Farmer haben beobachtet, dass oft viele Windräder stillstehen und gehört, dass der Grund die überlastete Überlandleitung sein soll, die den Strom dorthin transportiert, wo er gebraucht wird, in die großen Städte wie Dallas und Fort Worth. Hi Greg. Hi Louis. Welcome to our home. It's good to be here. Vom Bürgermeister will Louis nun wissen, ob sich daran etwas ändern wird. Greg ist zum ersten Mal hier. Deshalb macht Louis erst einmal eine kleine Hausführung. Das ist ja eine tolle Sammlung von Sätteln.
Danke. Meine Kinder, die haben bestimmt 20 Rodeo-Weltmeisterschaften gewonnen. Die ersten Titel, als sie 7 waren. That's amazing. Was hat es mit dem Langhorn dort auf sich? Das gehörte meinem Großvater, Mr. Jack Boyd. Mein Vater war auch Rodeo-Weltmeister. Und 1943 wurde er auch noch All-Around-Cowboy, Vielseitigkeitsweltmeister. Er wuchs in Oklahoma auf, in ärmlichen Verhältnissen. Meine Mutter kam hier aus der Gegend. Und mein Großvater, Mr. Boyd, machte eine Anzahlung auf diese Ranch hier. Und er sagte meinem Vater, wenn er die Ranch haben wolle, müsse er sie abbezahlen. Also hat mein Vater 5 Weltmeisterschaften gewonnen und dann sofort aufgehört. Er hatte sich einen Traum erfüllt. So hatte er das Geld, um diese Ranch zu bezahlen. Ja, und 1944 ist er dann hergezogen und wurde Rancher. Einmal in den frühen 70ern hatten wir einen Stromausfall wegen eines Eissturms. Und hier kann man sehen, wie der Stein verfärbt ist, weil wir nämlich darauf gekocht haben. Der Stromausfall dauerte 30 Tage. Da wart ihr dann wieder echte Rancher. Ja, stimmt, genau. Greg, wenn ich mit den Nachbarn rede, den anderen Farmern und Ranchern, dann wollen alle immer nur eins wissen. Ob und wann bekommen wir diese Leitungen, um mehr Strom wegzutransportieren, damit dann vielleicht auch noch mehr Windanlagen kommen? Ja, das ist der Schlüssel. Wegen dieser Hochspannungsleitung, die es seit Ewigkeiten gibt, sind hier überhaupt die ganzen Windprojekte in Sweetwater. Und alle sind an diese Leitung angeschlossen. Die wurde damals für die Ölbranche gebaut, vor 50 Jahren oder so. Und an der Leitung hängen wir alle dran. Aber diese Leitung reicht nicht mehr aus, sie ist überlastet. Der Staat Texas hat daher 5 Milliarden Dollar für den Bau von neuen Hochspannungsleitungen bereitgestellt. Und wir wollen, dass die Hauptleitungen hier durch unseren Bezirk gehen, damit wir auch wirklich immer dann Strom produzieren können, wenn es windig ist. Wie oft sieht man an einem richtig schön windigen Tag über 200 Turbinen, die abgestellt sind? Leute aus anderen Gegenden fragen, warum laufen die nicht ständig? Ich sage dann, naja, es ist so, als ob man eine Ölquelle bei dir gefunden hat, aber das Grundstück ist weit ab. Dann hättest du Probleme, das Öl abzutransportieren, ob mit Lastwagen oder einer Pipeline. Dann wäre es zwar schön und gut, dass bei dir Öl gefunden wurde, aber es ist nicht viel wert, wenn du keine Möglichkeit hast, es abzutransportieren. Ja, das ist, als ob man die weltbesten Tomaten hätte, aber keine Lastwagen und keine Autobahnen. An dem Punkt sind wir. Wir müssen ein landesweites Autobahnnetz für Strom aufbauen. Der Umweltgedanke spielt für die Amerikaner bei ihrer neuen Begeisterung für die Windenergie höchstens eine Nebenrolle. Die Landbesitzer freuen sich über satte Zusatzeinkünfte und die Windlobby spekuliert auf staatlich geförderte Riesenprofite mit dem Argument, amerikanisches Geld solle doch lieber im eigenen Land angelegt werden, als es irgendwelchen arabischen Staaten für teures Öl zu überweisen. Eine Argumentation, der sich auch Larry Martin und Mark Meneses anschließen. Sie nehmen sich selbst als bestes Beispiel dafür, dass mit diesem Geld neue Unternehmen und Jobs geschaffen werden, die dann auch wieder zu neuen Steuereinnahmen führen. Das sei doch nur gut für die Leute und die Gemeinden, meinen die beiden Firmengründer. Ja. Ihr Betrieb läuft jedenfalls hervorragend und mittlerweile haben sie schon Schwierigkeiten, neue Mitarbeiter zu finden. Über den Erfolg und die Geschwindigkeit sind Larry und Mark selbst überrascht, so wie die meisten Menschen hier in Sweetwater. Once a wind farm. Als die ersten Windfarmen hier gebaut wurden, gab es eigentlich nur sehr wenige hier, die etwas gegen die Turbinen hatten. Ich habe kaum etwas Negatives gehört. Sowas, dass die Windräder die Gegend vollstopfen, die Landschaft verschandeln oder solche Sachen.
Alle standen eigentlich von Anfang an der Idee ziemlich offen gegenüber und begrüßen es, dass die Windräder hierher gekommen sind. Vor lauter Aufträgen sind Larry und Mark noch nicht einmal dazu gekommen, ihr eigenes Logo an ihrem Firmensitz anzubringen. Gleich haben sie einen Termin bei einem Anwalt, mit dem sie einen langfristigen Wartungsvertrag mit einem Windparkbetreiber besprechen werden. Ein mögliches Millionengeschäft. Danach machen sie dann das, was sie in ihrem Job am liebsten tun. Sie fahren raus, um bei einer Anlage das Getriebe zu wechseln. Nur im Büro zu sitzen, das sei nichts für sie, verraten die beiden Jungunternehmer. Auf seiner Fahrt von der Straßenbaustelle zum Steinbruch stoppt Randall Smith kurz bei seiner kleinen Rinderherde. Ich bin ein Cowboy. Im Innersten bin ich genau das, ein Cowboy. Pretty much of a cowboy. Doch als Cowboy und Farmer hätte Randall die Wünsche seiner Familie nicht alle erfüllen können. Als Steinbruchbesitzer und Straßenbauunternehmer sieht das nun anders aus. Jetzt kann er zum Beispiel für seine drei Kinder Schulgeld und Studiengebühren für eine erstklassige Ausbildung aufbringen. Sein Ältester macht gerade ein Praktikum in einem Windpark. Und weil es Randall finanziell gut geht, unterstützt er auch andere Kinder im Ort, wenn es um ihre Ausbildung geht. Aus Dankbarkeit, weil er in den letzten Jahren Glück hatte. Vor allem wegen der Windkraft. Es ist schon bemerkenswert. Meine Kinder arbeiten für die Windenergie. Wir verkaufen diesen Firmen unsere Produkte und Dienstleistungen. Und wir haben Windräder auf unserem Land und bekommen dafür Pacht. All das ist schon sehr vorteilhaft für uns. Allerdings, und da bin ich so ein bisschen von der alten Schule, ein bisschen puristisch, mir wäre es lieber, das Land in seinem Urzustand zu sehen, wenn wir es nicht so industrialisieren müssten, um gut davon zu leben. Aber so ist es nun mal. Mit einem Autokorso und der Vorstellung der Kandidatinnen für die Wahl zum Miss Rattlesnake beginnt heute das große Klapperschlangenwochenende in Sweetwater. Für Bürgermeister Greg Wortham bedeutet das antreten und repräsentieren. In der Vergangenheit war das hier die größte Veranstaltung im Ort. Der Ort machte hübsche Einnahmen. Ja, es war irgendwie das Herzstück des lokalen Wirtschaftsplans. Jetzt ist es eine nette Sache, die uns Spaß macht. Aber die Gemeinde ist nicht davon abhängig. Wegen dieser Veranstaltung waren die Hotels an einem Wochenende im Jahr voll. Wurde die Sporthalle einmal im Jahr benötigt. Aber das ist ja wohl kaum ein nachhaltiges Wirtschaftskonzept. Die Windenergie hat eine ganz andere Dynamik. Sie ist umfassender, tiefergehend. Sie sichert die Zukunft. In der Stadthalle von Sweetwater gibt es alles, was die Herzen der Texaner höher schlagen lässt. Cowboyhüte, Stiefel, Waffen, Schlangenfleisch in Dosen und massenweise aufgeregt rasselnde Klapperschlangen. Am Hintereingang liefern die verschiedenen Jagdvereinigungen und Privatleute ihre Beute an. Hier wird gewogen, gemessen und begutachtet. Am Ende gibt es Preise für die schönste, die größte und die schwerste Schlange und eine Trophäe für die Gruppe, die die meisten gefangen hat. Yeah, right here.
Louis Brooks und sein Vorarbeiter waren auch auf der Jagd. Das Ergebnis ist allerdings etwas mager. Hi Greg, wie geht's? Gut, wie viele hast du gefangen? Vielleicht 50 Pfund. Wie viele haben wir bisher insgesamt? Um die 5000 Pfund. Die Großen, was wiegen die? Na, die können ihre 4 Pfund wiegen. Tatsächlich. Guck mal, wie dunkel die da hinten ist. So eine habe ich noch nie gesehen. Ein hübsches Exemplar. Wunderschön. Ganz besonders, wenn sie da drin sind. Larry Martin ist, wie sein Kompagnon Mark Meneses, auch Mitglied der Sweetwater Jaycees. An einem Stand in der Halle demonstriert er, wie die Schlangen gemolken werden, um an ihr tödliches Gift zu kommen. Das Schlangengift wird später an pharmazeutische Labors und Unternehmen verkauft, die daraus Medikamente entwickeln und herstellen. Larry! Wie steht der Wind bei dir? Prima. Es regnet zwar, aber wir haben trotzdem Arbeit. Kann mich nicht beschweren. Und? Selbst? Ziemlich gut. Gut, dass wir drin sind. Ich war draußen. Regen und Wind sind doch gut für uns. Dazu noch ein paar Klapperschlangen. Ja, Klapperschlangen, die gibt's auch bei den Windrädern. Unsere Jungs haben immer was gegen Schlangenbisse dabei. Wie viel Zeit hat man nach dem Biss, bis man das Gegengift nehmen muss? Na, das kommt darauf an. Manchmal ist kein Gift in dem Biss. Es ist aber immer besser, man geht ins Krankenhaus und lässt sich untersuchen. Dann bekommt man Antibiotika und Gegengift. Am Abend vergnügen sich dann alle auf dem gesellschaftlichen Höhepunkt des Jahres, dem großen Klapperschlangenball von Sweetwater. Kommt mal näher, ich habe keine Lautsprecher heute. Wir haben jetzt 482 Tage ohne echten Unfall. Das ist hervorragend. Seid stolz auf euch. Ihr macht einen großartigen Job. Denkt dran, es ist noch matschig. Achtet auf rutschige Stellen. Es wird wärmer. Achtet auf Schlangen, Bienen, Wespen und Spinnen. Passt auf euch auf da draußen. Der Sicherheitsmanager hält jeden Montagmorgen eine warnende Ansprache, bevor die Bautrupps ausschwärmen und weiter daran arbeiten, den größten Windpark der Welt vor den Toren von Sweetwater zu errichten. Und wie jeden Tag sind auch heute Brian und Stacy wieder angetreten, um in dem alten Ölstaat Texas mit seinen Bohrtürmen und Pumpen nun Windrad für Windrad ein Modell für saubere Energiegewinnung aufzubauen. It's hard work. It's hard, but it's actually kind of like a vacation coming to work when you have 5 kids. Es ist harte Arbeit, aber wenn man 5 Kinder zu Hause hat, ist die Arbeit wie Urlaub. Es ist die harte Arbeit wert. Es ist fantastisch, wenn man sieht, wie so eine Turbine aufgestellt wird. Und ich bin von Anfang bis Ende dabei, beim Aufbau der ganzen Turbine, nicht nur bei einem Schritt. Also ich bin richtig stolz, dass ich daran mitarbeite, darauf, was das Ganze hier ermöglicht, darauf, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Ich komme oft her und mache Fotos zu verschiedenen Tageszeiten. Ich fotografiere den Sonnenauf- und Untergang hinter den Windrädern. Ja, ich mag Windräder. Get straight, boom, down.
auch Cowboys wie Randall Smith und Lewis Brooks mögen die Windräder. Sorgen Sie doch dafür, dass Farmer und Rancher ihr Land nicht aufgeben müssen. Auch wenn die Trockenzeiten immer länger werden und die Ölquellen langsam versiegen. Der Wind ist wahrscheinlich das Beste, was diesem Landstrich hier passiert ist, seit Öl gefunden wurde. Es ist ein Gottesgeschenk für die Arbeiter, für die Rancher, für die Farmer. Es ist einfach wunderbar. Texas, das Land der Cowboys, Rinder und Prärien. Und jetzt auch das Land der Windräder. J.R. Ewing ist tot.